die enorme Beschränkung eigentlich, auch die Fotografie hat, das extreme Reduzierte auf die Fläche. Das ist, finde ich, eigentlich auch immer unglaublich spannend und hat auch wahnsinnige Sprengkraft oder kann eine Sprengkraft haben. Die Wahrnehmung ist ja so genial, also wie wir einen Raum wahrnehmen können. Und wie schaffe ich das mit der Kamera? Also mich hat es ja interessiert, der Ort, vor allem jetzt, weil er vielleicht jetzt eben nicht so eine klassische Architekturikone ist, sondern also es hat zwei Aspekte. Das eine ist natürlich die Herausforderung für mich vom Technischen her, weil es so ein kleiner Raum ist. Und der andere Aspekt ist, dass mich einfach interessiert hat, was ist das für ein Ort, wo er so seine Sommermonate verbracht hat, was ihm offenbar einfach sehr gut gefallen hat. Wie hat er dort gelebt? Und das, so die Frage ist für mich eigentlich sehr im Vordergrund gestanden, als ich dort angekommen bin. Ich habe eigentlich nicht schon gewusst, wo ich angekommen bin, jetzt gehe ich auf diesen Aspekt ein, sondern ich wollte einfach mal den Raum wahrnehmen und den Ort und schauen, was sich so ergibt. Ein grosses Motiv an diesem Ort ist sicher die Landschaft. Und die kann man gar nicht ausklammern. Also die kommt ja auch, die hat er ja auch inszeniert, wenn man sich im Innenraum aufhält. Das Innen-Aussen ist ja immer etwas, wo man Spannung aufbauen kann. Und jetzt gerade auch bei dem Ort, wo es sich ja stark unterscheidet, Aussen und Innen. Oder wenn man aussen schaut, täuscht sich ein bisschen darüber hinweg, was Innen für einen Raum ist. Man hat so viele Möglichkeiten, das Licht auch zu steuern in diesem Raum. Weil der Raum sonst ja sehr dunkel ist, also dunkles Holz. Und es sind ja nicht so grosse Fenster. Und die Spiegel geben einem die Möglichkeit, dass man die Wände beleuchten mit Reflex. Das ist, glaube ich, grundsätzlich in meiner Arbeit, dass ich immer versuche, eigentlich den Raum zu zeigen, wie man ihn erlebt. Mich interessiert nicht, etwas zu dokumentieren von außen oder irgendwie etwas, wie soll man dem sagen, möglichst viel aufs Bild zu bringen oder das ist für mich so etwas ganz Wichtiges, dass ich so Orte einfach beschreiben kann mit der Fotografie. Und dass es mir eben nie darum geht, irgendwie ein einzelnes Bild zu haben, sondern so eine Abfolge. Und ich überlege mir auch bei jeder Serie, die ich mache, wie ist die Dramaturgie innerhalb von dieser Serie. Und innerhalb von der Serie ist dann halt interessant, wie tut sich was zusammensetzen für den Betrachter, wenn er noch gar nie da war und den Raum nicht kennt. Wie ist die Erzählung von diesem Raum? Und am Anfang tendiert man dazu, das muss immer alles logisch sein und sich genauso abwickeln wie in der Realität. Aber je länger, je mehr muss man sich gar nicht nach dem richten und hat dann eben Abfolgen, die verwirrend sein können oder wo einfach eine spannende Geschichte erzählen, die gar nicht unbedingt am gleichen Ort vielleicht so logisch sind, aber wo man einfach die Freiheit auch hat, etwas zu komponieren, wo dann etwas Neues darstellt. Ich bin immer froh, wenn ich relativ ruhige Situationen habe. Also darum bin ich wahrscheinlich auch in der Architektur, weil das ist einfach, man kann sich so viel besser konzentrieren. Ich habe genug oft die Situationen, wo noch Bauarbeiten sind oder einfach Hektik ist und Lärm. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, wie viel mir das bringt, wenn es ruhig ist. Also das ist viel wert.